Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu Lost Saga. Und mit dabei ist der Jim. Ist der Jim Panse. Grüß dich, Krieger. Dachchen. Ich habe da mal was mitgebracht, könnte man jetzt fast sagen, denn das hier ist ein Free-to-Play-Titel, der sich ja von vielen von euch, von deinen Zuschauern gewünscht worden ist. Beziehungsweise es wurde gefordert, dass wir uns öfter mal mit Free-to-Play-Titeln auseinandersetzen. Und hier ist einer, Lost Saga, so ein Klopp und Hau drauf und lauf durch die Gegend, spiel. Ich sage jetzt absichtlich keine Genre, damit ich mich nicht wieder total blamiere. Wie findest du es bisher? Ja, also wir haben jetzt ein bisschen, um erstmal so reinzufinden, damit wir euch auch ein bisschen was erklären können. Also es sieht so aus, wir fingen mit dem Ritter hier an. Mit dem Ritter Kunibert. Und der hat natürlich so ein paar Effekte hier, was weiß ich, voll Piken und die Kopfnuss, ein paar Dumms. Dann so ein Dreifachschlag. Und natürlich einfach nur zerschnetzeln. Jetzt komm her. So. Dann gibt es noch den Jedi-Meister, so nenne ich ihn einfach mal. Das ist der Kollege hier, der nicht laufen kann, sondern sich so ein bisschen, ja, so ein bisschen teleportiert. Der hat folgende Fähigkeiten, also das ist erstmal springen, verteidigen, dann normale Schläge, kann halt jeder. Hier muss halt irgendwie ein bisschen draufknüppeln können, hier mal schön mit der Wumme einen verbremsen. Dann seht ihr unten schon, für AS, AD, ASD und SD gibt es dann wie bei League of Legends QWER als Fähigkeiten. Da haben wir einmal den Raketenrucksack, der ist ja toll zum Hochspringen. Dann haben wir die Rückkehr, was das genau bewirkt, weiß ich noch nicht, macht aber ein bisschen Schaden. Dann haben wir den Schocker. Sieht ganz okay aus. Und dann haben wir noch den Laserstrahl, der einfach mal den Typen ja, wegwichst. So. Wenn man hier fester gedrückt hält, zieht er ein bisschen drauf und badumms. So, das Spiel, wie gesagt, free to play. Link ist in der Beschreibung, da könnt ihr euch das runterladen. Wir werden, was haben wir gesagt? Wir werden drei Folgen, werden wir euch das erstmal so ein bisschen erklären. Wobei es wird sicherlich den einen oder anderen unter euch geben, der schon mehr Ahnung und mehr Erfahrung hat mit dem Spiel. Aber dann werden wir zusammen, ja, mit euch zocken. Genau. So, ich bin hier gerade noch in dieser Lobby drin, in dieser blauen. Du ja wahrscheinlich auch. Genau. Sollen wir uns erstmal den Shop anschauen oder gehen wir direkt in so ein Ding rein? Wir müssen, oben rechts siehst du ja Event, spiele eine Runde Team Deathmatch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Lobby. Ja. Und zeigen erstmal so eine ganz poplige Runde. Raumname Krieger, Passwort Urin. Was du für einen Namen hast, ey. Nehmen wir mal hier, fangen wir mit dem ersten an hier, tiefer Wald. Wir stellen jetzt mal einen Raum. Ja. Welchen? So, ich warte. Nimmst du den Ritter oder nimmst du den anderen? Ich glaube, ich würde jetzt mit dem anderen spielen. Echt? Ja, nehme ich den Ritter, damit die Leute auch so ein bisschen... Du musst mich noch einladen, ne? Ja, Moment. Ja, ich warte. Ich raff gerade nicht so einladen. Da ist der Jimpanzer. Den Jimpanzer. Ich weiß noch nicht, wie ich den jetzt auswählen kann. Also ich bin schon bei meinem, auf meinem Weltraum-Dingens. Wenn du den anklickst auf deine Dings, dann kannst du den auswählen, welchen du haben willst. Ja, aber ich habe Haupthelden ausgewählt, hier meinen Ritter. Und geht nicht. Aber egal. Gucken wir mal im Spiel. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Stufe Mittel. Reicht ja. Ja. Der Tieferwald. Lass die wütenden Monster aus dem tiefen Wald schlafen. Wieso soll ich die schlafen? Die soll ich umbringen. Wie in jedem guten Computerspiel. Jetzt kannst du es dir auswählen. Ah, da ist Ritter Kunibert, der Heldenhafte. Ja, und ich bin hier der Stormtrooper. Ich hab schon einen Kill gemacht. Ich auch. Abgestaubt. Maul, ihr Pisser. Ach, der Laser hat übrigens nur eine beschränkte Reichweite, ne? So, draufgehauen. Kombo, ja, Kombo, Kombo. Mein Kill. Hier, nimm mal was zu trinken. Du brauchst ja wieder. Ich? Boah, meine Figur kann nicht so schön schnell laufen wie deine. Ich kann immer nur so für so einen kurzen Moment. Paar Dumms, Junge. Naja, Mann. Kann die auch noch kaputt machen hier? Ne, ich glaube, die sind schon.
Hier, Äffchen. Affen, kleine Dimpensens. Alles Familie. Ja, macht ihr mal unten, ich mach hier oben kaputt. Okay. Ja, meine Jungs machen hier schon alles, ne? Alter, ich weiß nicht, womit die mich hier bekacken, aber es ist nicht gut. Ich trinke derweil mal was. Ja, mach du das mal. So. Soll ich mal wieder helfen kommen? Ja, bis bitte. Da. Ohne dich bin ich hier total aufgeschmissen. Du musst ihm eine Kopfnuss geben. Ja, ich hab den hier erstmal von so einen Fernangriff gemacht. Ja, kill! Sehr schön. So, erstmal Geschicklichkeit nutzen. Ich habe keine Ahnung, was Geschicklichkeit nutzt. Oh, hier, Schweinchen! Dritte Kill, gesehen? Dritter? Ich hab 15. Oh, hier liegt was, hier liegt was. Ah. Wo liegt was? Ne, ich hab so ein Ding aufgehoben, so ein Trank irgendwie. Keine Ahnung, was das für einer war. Kann ich benutzt werden, kann ich benutzt werden. So, jetzt grillen wir den Kollegen erstmal. Alter. Ja, du hast doch eine Zeit lang hier dieses Mighty Quest for Epic Loot gespielt, ne? Ja. Ich finde das hier um Längen besser, ohne Witz. Während der Krieger säuft bitte nicht. Was machen die denn da noch? Oh. Keine Ahnung. Nein, du kriegst mich nicht. Hahaha. Das ist echt gut. Diese Ausweichen ist dafür echt Bombe. Wie findest du die Musik die ganze Zeit? Ich habe die Musik ausgestellt. Wollte ich dir gerade eine Kopfnuss geben? Da ist ein Getränk. Ja, ich sehe es. Guck mal, jetzt haben wir hier noch so Lanzenkämpfer am Start. Endgegner. Ich komme. Bin fast da. Ja, super. Der hat mich direkt mit seiner scheiß Schlingpflanze da erwischt. Warte, gedrückt halten und abfeuern. Yes. Oh. So, schön von hinten gegrillt den Kollegen. Scheiße. Warst du das hier? Nee. Diese Drecksschlingpflanzen, die der ja ist down. Hat der Commander wieder, ja. Ja, ich habe den Schlag gemacht, jawoll. Commander Krieger, ne? Voll der Oberbob auf dem PC, aber gewinnt jedes Match. ABS, mein Freund. ABS. So, jetzt können wir uns hier eine Schatzkarte aussuchen. Ja, bitte wähle eine Karte aus. So, ich wähle eins aus. Kannst du das vorlesen? Ilimia Fragma. Das ist scheiße. Super, okay. Ja, wir haben es übrigens, wie man hier an diesem Level hier schon sieht von uns, beziehungsweise den APs, die wir kriegen, schon das ein oder andere Mal gerade in Vorbereitung auf diese Aufnahme gespielt. Und man verdient hier wirklich nicht schlecht. Kann ich schon mal so bestätigen. Und, liebe Freunde, ich habe mir jetzt gerade was überlegt. Ihr könnt euch gerne einen Account machen. Wie gesagt, wir werden mit euch zusammen zocken. Und ich möchte gerne, dass, wenn ihr euch einen Account erstellt habt, halt, Abbruch. So. Dass wenn ihr euch einen Account erstellt habt, warum, da bei Autostart ist da nichts ein. So, wenn ihr euch einen Account erstellt habt, dass ihr den Usernamen, so wie er im Spiel heißt, ich heiße zum Beispiel CMD Krieger, der Jim heißt Jim Panzer. Dass ihr, ich gehe mal raus. Ja. Eigentlich wolltest du ja nur sagen, dass ihr bitte die Benutzernamen bzw. eure Ingame-Namen, Nicknamen als Kommentar nochmal hinterlasst, dass man sich schneller findet. Genau. Vor allen Dingen, dann könnt ihr euch auch untereinander enden, weil ihr habt gerade gesehen, man kriegt mehr EP, wenn man zusammenspielt. Vielleicht finden sich da ein paar Freunde, commanderkrieger.nitrado.net heißt der Teamspeak, über den ihr dann auch zocken könnt. Und ich würde euch bitten, natürlich unterstützt ihr uns, wenn ihr euch das Spiel installiert und euch einen Charakter macht. Solltet ihr schon was haben und ihr wollt, ich weiß noch nicht, wann wir den Livestream machen und das Video machen, wo wir mit euch zocken, aber wir werden nur Leute nehmen, die halt so auf unserer Wellenlänge sind. Also es bringt halt nichts, wenn jetzt da einer ist, der Level 400 ist, der hier schon den epischen... Das hier ist der epische Piratenaffe, habe ich gerade gefunden. Der epische Piratenaffe, nicht schlecht. So, hier oben sieht man die Kohle. Ich habe 8503 Pethoff. Ja, und das, obwohl wir erst zwei, dreimal gespielt haben. Genau. Und ja, schau dir die Videobeschreibung und ich würde sagen,
Im nächsten Video gehen wir mal so ein bisschen auf die Items ein, was wir da so haben und kaufen können. Und ich bedanke mich bei dir, Jim. Ich bedanke mich bei dir, Herr Krieger. Und damit sind wir raus mit einem Gutschuss und Ciao und Tschüss. Wiedersehen. Ciao.